Wolltet ihr schon immer mal jemanden werfen? Ich auch. Ich habe auch gerade richtig Lust, jemanden zu werfen. Hey, du da! Komm her! Oh, sie hat mich aufgehoben! Oder wer? Oh, ich glaube, sie hat mich aufgehoben. Bitte nicht! Oder warte mal. Ich glaube, ich habe sie aufgehoben. Ja! Hey, du! Kann ich sie werfen? Wow! Oh. Sie ist gestorben. Was? Hey! Hör auf! Oh, ich werde gerade geworfen. Oh, aua. Das hier ist nämlich der Werfensimulator. Und hier muss man sich gegenseitig werfen, ne? Und zwar in komische irgendwelche Sachen, ne? Und man kann hier auch aussuchen, wie man jemanden wirft, ja? Wir haben jetzt gerade die normale Einstellung und man kann Leute irgendwie werfen, ne? Und da ist Fischollum! Oh mein Gott, ich könnte Fischollum werfen. So, jetzt habe ich Fischollum hier. So, und jetzt kann ich gucken, ne? Wuppa! Und da habe ich Fischollum einfach geworfen. Das ist ja richtig cool. Hey, hör auf! Jetzt hat mich jemand anderes genommen. Jetzt will der mich werfen. Oh nein, wo wirft er mich hin? Hey, aber nicht in das Portal da rein. Hey! Wow! Der hat mich einfach in irgendein Portal reingeworfen. Alter! Es gibt ja auch einen Shop, dass man sich hier noch... man kann sich kaufen, dass man alle Spieler wirft. Ah, vielleicht machen wir das noch am Ende. Mal gucken. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal alles ausprobieren. Oh, man kann sich auch eine Bombe kaufen. Zack, den Typen nehme ich mit. Oh, nee, doch nicht. Oh, der hat mich Fischollum jetzt geworfen. Ah! Hey! So, jetzt brauche ich aber Fischollum nochmal, damit ich den nochmal werfen kann. So. Ah, jetzt hat er mich nochmal geworfen. Hey! Das ist unfair. Warte mal, jetzt muss ich hier jemanden mal aufheben. So, ich glaube, ich muss hier... Zack. Ja, die habe ich. Die habe ich. So, und jetzt alle. Hopp. Zack! Und die habe ich... Alter, wie weit weg habe ich die da geworfen? Oh mein Gott. Warte mal, da ist nochmal jemand. Zack. Habe ich aufgehoben. Und jetzt nochmal... Alle hopp, gegen diese Ding da werfen. Ne? Wow, ich habe sie sogar perfekt geworfen. Jetzt wurde ich aufgehoben. Nein. Ah, oh Gott, jetzt wurde ich in die Luft geworfen. Hilfe. Oh Gott, hier sind überall Leute. So, jetzt habe ich wieder jemanden. So, mal gucken, ob ich die da hochwerfen kann. Auf die Treppe oben drauf. Zack. Und hoch die Treppe. Alter, die ist sogar echt da ganz oben auf der Treppe gelandet und jetzt wurde ich auch geworfen. Alter, hier wird man ja die ganze Zeit geworfen. Uiuiui, mal gucken. Wir können auch Football einstellen. Ah, okay, das heißt, das muss man sich hier kaufen. Okay, dann kaufen wir uns mal für 99 Robux, dass man sich jetzt nochmal Football werfen kann. Okay, ich suche mir wieder einen Spieler aus. So, und dann werfen wir ihn mal durch die Ringe da durch. Zack, wow, und geht er durch die Ringe durch? Ja, oder vielleicht auch nein. Wir schauen mal. Da ist nochmal ein Mädchen, die wir vielleicht werfen können. Zack, ich habe sie aufgehoben. Okay. Und da kommt jetzt ein Home Run. So, und ab durch den Ring. Wow, yo, wir haben sie durch den Ring geworfen. Nein, jetzt wurde ich wieder aufgehoben. Bitte nicht. Hui, oh, ich werde gerade auf... Oh, ich bin fast auf die Treppe oben raufgekommen. Warte mal. So, jetzt muss ich hier den Fischollum mal kurz holen. So, jetzt habe ich den Fischollum. Oh, ja. Komm, jetzt werfe ich den hier aber sowas von... Wuppa! Durch den Ring und da fliegt er. Und wie weit sogar. Oh, ist das cool. Ah, warte mal, ich habe das noch gar nicht eingestellt gehabt. So, Football. Warte mal, ich nehme mir mal jemanden anderen jetzt. So, jetzt möchte ich mal gucken, wie der Football-Kick aussieht. Und alle hopp. Und, warte. Und Kick. Hui! Ey! Ey! Oh, jetzt wurde ich einfach wieder irgendwo hingeworfen. Nee, 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 das lasse ich nicht mit mir machen. So, ich muss jetzt auf den Turm da oben drauf. Hier oben kann man sich die Leute sozusagen schnappen. So, das ist hier der Turmfight, den man hat. So, und alle hopp und werfen. Wow, aber warte mal, der ist nicht ganz hochgekommen. So, und dann werfen wir hier nochmal Leute. Komm, wir müssen alle Leute vom Turm hier runterwerfen. Oh, das Mädchen habe ich. Und ab durch den Turm. Oh nein. So, warte mal, jetzt hier. Und tschüss. Hui. Alter, sogar durch die Ringe geworfen. Warte, jetzt haben wir hier nochmal jemanden. Und ab durch die Ringe. Wow, jetzt werde ich geworfen. Junge, nicht voll. Einfach nicht durch die Ringe geworfen. Die Leute, Alter. Man kann hier auch Elektrizität, Tornado, Double Power, Baseball Bat kann man sich kaufen. Ich habe keine Robux mehr. Okay, ich kaufe mir noch diesen Baseball Bat. Mal gucken, was das bedeutet. Also, ich habe mir jetzt den Baseball Bat gekauft. So. Jetzt, zack! Ah, oh mein Gott, ich kann die Leute einfach mit einem Baseballschläger einfach weghauen. Oh ja, das gefällt mir. Okay, warte mal, mal gucken, ob ich den Fischollum hier hochbekomme. Auf dieses Ding hier drauf. Und dann, wenn er hier hochkommt, dann werde ich ihn direkt schlagen. Warte. Zack!
Oh mein Gott, guck dir das so an, wie ich die Leute hier alle runterhaue. Aber ich muss sie in die richtige Richtung hauen. Warte, hier, komm her, Mann. Warte, die Treppe runterhauen. Die Treppe runter, whoopa! Oh, der ist doch nicht die Treppe runtergefallen. Oh mein Gott, einfach die Leute hier weghauen. Oh nein, er wirft mich die Treppe runter. Wow, Hilfe! Oh, aua! Der hat mich echt die Treppe runtergeworfen. Junge, dieser Baseballschläger ist richtig witzig. Damit können wir alle, hopp, und weggehauen. Alter, sogar zwei Leute gleichzeitig. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich muss mir noch mal kurz ein paar Robux holen und dann bin ich gleich wieder da. Okay, da sind wir wieder. Und jetzt können wir uns noch mal im Shop umgucken, was wir uns noch mal holen können. Wir können uns auch Thors Hammer kaufen. Der kostet 400 Robux. Mal gucken, was wir damit machen können. Der scheint, glaube ich, brutal zu sein. Okay, Thors Hammer. Oh, 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 ich wurde aufgehoben. Bitte nicht. Okay, dann müssen wir jetzt... Okay, wir fliegen jetzt hoch und jetzt werden wir mal mit Thors Hammer versuchen, jemanden umzuhauen. Aber ich glaube, wenn wir jemanden damit treffen, ne, dann... Warte, was passiert denn dann? Wow! Oh, die fliegen weit weg, Mann. Aber ich würde sogar sagen, der Baseballschläger ist sogar besser. Warte, wo sind die Leute? Und alle hopp! Alle hopp! Warte! Oh nein! Okay, der Thors Hammer ist absoluter Fail. Das ist gar nicht mal so gut. Okay, warte mal. Wir können uns jetzt einfach mal kaufen, ne? Dass wir uns auch ein Black Hole machen können. Einfach ein schwarzes Loch. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Okay? Wir schauen uns das an. Da ist das Black Hole. Okay, let's go. Wow, oh ja. Guck mal, ich kann die Leute alle ins schwarze Loch ziehen lassen. Oh, das ist ja richtig cool. Guck mal, die werden alle im schwarzen Loch gehalten, ne? Und dann werden die einfach weggeschubst. Alter, guck mal, wie die alle wegfliegen. Oh, Junge, das ist cool. Okay, okay. Das heißt, wir können hier alle Leute einfach ins schwarze Loch reinziehen. Und die werden alle da reingezogen, egal wer. Und danach können wir mit Thors Hammer hier sogar noch dran gehen. Wow. Oh, nein. Warte, da ziehe ich jetzt ein schwarzes Loch. Woohoo! Oh mein Gott, wie ein Torpedo fliege ich. Oh Gott. Jetzt möchte ich nochmal das letzte ausprobieren. Oder warte mal, was können wir noch ausprobieren? Double Power Size Potion. Kann ich damit größer werden? Okay, warte mal. Wir kaufen uns mal die Size Potion. Mal gucken, was wir damit machen können. Die Size Potion. Oh, Junge. Ich bin viel größer. Zack. Okay, warte mal. Wir können hier mit dem Baseballschläger jetzt die Leute einfach weghauen. Warte. Hoppa. Und damit jetzt... Und mit dem Black Hole dann den Fischollum hier nochmal ein bisschen ärgern. Oh mein Gott, wir sind voll groß, ey. So, jetzt aber hier mit den Alter, dieses schwarze Loch, das ist das stärkste von allen. Da werden alle eingezogen, Mann. Oh, Junge, warte mal. Okay, dann sind wir jetzt schon groß. Was können wir uns noch holen? Der Frisbee-Throw. Okay, was ist der Frisbee-Throw? Der kostet 99. Mal gucken, was das bedeutet. Ich glaube, dann können wir die Leute in Frisbee-Style werfen. Kann das sein? So, warte mal, Frisbee... So, und dann nehmen wir uns jetzt mal jemanden, ne? So, warte mal. Und alle hopp. Warte mal, den Fischollum nehmen wir uns. So, und jetzt alle hopp. Und guck mal, der wird sogar wie in eine Frisbee geworfen. Und alle hopp. Woo, guck mal, wie die fliegen. Ui. So, die anderen dann mit dem schwarzen Loch hier wieder wegwerfen. So. Okay, dann schauen wir uns mal kurz weiter um, was wir uns hier noch holen können. Den Bowlingwurf. Oh mein Gott, den Bowlingwurf müssen wir uns auch holen. Okay, dann schauen wir mal. So, der Bowlingwurf, den müssen wir erstmal auswählen. Bowling. So, und dann gucken wir nochmal. Zack. Warte, da habe ich... Oh nein, jetzt wurde ich genommen. Oh, der wirft mich bestimmt ganz weit weg. Der ist bestimmt ganz genervt von mir. Oh, okay, der hat mich doch nicht weggenommen. Alter, ich wurde beschützt einfach. Okay, warte mal, ich muss jetzt hier jemanden aufheben. So, und jetzt den Bowlingwurf. Alle, hopp. Wuppa. Alter, man kann einfach so Würfe machen. So, warte, alle, hopp. Wuhu. Und die Leute werden ja überweggeworfen. Und da ist der Fischollum. Zack, und weg mit ihm. Oh Gott, okay. Versuchen wir jetzt mal was aus, was ich die ganze Zeit schon ausprobieren möchte. Was ist der Tornado? Oh, der Tornado kostet 750. Egal, komm, wir kaufen einfach. Oh Gott, ich habe noch nie so viele Robux ausgegeben. Okay, der Tornado, Leute. Guckt euch das mal an. Ich drehe mich im Kreis und die Leute fliegen alle weg. Alter, schaut euch das mal an. Wie die Leute wegfliegen. Oh mein Gott. Junge, what's going on? Okay, okay, okay. Das heißt, wir können hier das schwarze Loch machen und den Tornado hinterher. Das heißt, die Leute kommen gar nicht mehr an mich ran. Ich habe immer die schwarzen Löcher und den Tornado gleichzeitig. Oh mein Gott. Okay, und kommen wir jetzt aber zum letzten, was wir machen möchten. Und zwar, ich wollte eigentlich alle Leute gleichzeitig werfen.
Und zwar für 200 Robux. Okay, wie funktioniert das? Wow, guck mal, jetzt wurden alle, guck mal. Alter, es werden alle Leute einfach herumgeworfen. Oh mein Gott, die wurden alle auf das Feld da hinten jetzt draufgeschmissen. Guck mal, die sind alle auf dem Feld da drauf. Yo, man bezahlt da 200 Robux und dann können die, da werden alle Leute für dich herumgeworfen. Yo, niemals, oder? Alter, was? Okay, und jetzt kann ich nochmal den Tornado machen und alle Leute wegwerfen. Tornado, Black Hole, Tornado, Black Hole. Oh Gott, ich hole die Leute immer her und ich schmeiße sie gleichzeitig weg. Oh, das ist so gemein. Okay, Leute, das war der Wurfsimulator. Ich glaube, heute haben wir genug geworfen und genug Robux ausgegeben. Meine werten Damen und Herren, ihr könnt auch gerne bei mir in der Roblox-Fangruppe, könnt ihr euch für 50 Robux ein T-Shirt kaufen. Na, dafür finanziere ich sozusagen diese ganzen Robux in den Videos, die ich dann immer ausgebe. Das heißt also, falls ihr euch gerne in Roblox umkleiden wollt, es gibt coole Aerosolino-T-Shirts, die hier eingeblendet werden in unserer Gruppe. Die könnt ihr euch kaufen. Es gibt ein orangenes, es gibt ein blaues und die sehen ganz cool aus. Und falls ihr die kauft, dann bekommen wir sozusagen dadurch Guthaben und dadurch kann ich dann sozusagen Robux in den Videos ausgeben, damit ich bessere Videos drehen kann. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr unterstützt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!